Den Yeti hättest du ganz gerne? Ja. Oh, das sieht aber schlecht aus. Ich habe leider nicht genug Geld. Ja gut, aber dann kannst du das ja kaufen und mir dann schenken. Los. Das ist der Yeti, oder? Nein! Er wird jetzt sehen, was er davon hat. Er hat mich ja letztens eingesperrt. Und er denkt, er kommt hier einfach so wieder raus. Hey Leute, was geht? Bibikan hier in Dortmund City und Leute... Ihr werdet es nicht glauben, aber Mama Dania ist immer noch nicht da. Aber ist nicht schlimm. Sie hat sich zwischendurch gemeldet und es ist alles gut und gefragt, wie es mit Papa Claudio ist. Und es ist ein bisschen langweilig. So, dass ich heute das erste Mal gar nicht unbedingt zocken will, sondern ich will ein bisschen was mit Papa Claudio unternehmen. Und ehrlicherweise erhoffe ich mir das ein oder andere Geschenk davon. Oder Essen oder so. Aber das machen wir locker. Weil er hat mich beim letzten Mal ja auch eingesperrt und so, wisst ihr. Und deswegen, gut. Papa Claudio, bist du da? Oh, hey, grüß dich. Ja, Baby Khan, was ist denn? Oh, guckst du jetzt schon wieder so Nachrichten und so? Ja, ist doch spannend. Ja, super spannend. Also mir ist ein bisschen langweilig. Können wir vielleicht ein bisschen in die Stadt? Hey Leute, vielleicht kennt ihr das Roblox-Star-Programm. Da sind wir auch Teil von. Ihr könnt einfach, wenn ihr sowieso schon Robux kauft, nachdem ihr das Einverständnis eurer Eltern bekommen habt, hier klicken, den Code Spiel mit eingeben, den hinzufügen und dann unterstützt ihr uns. In die Stadt möchtest du? Ja, lass mich runter, ich mag das nicht. Ja, komm, bleib mal stehen. Was? Komm, mein Junge, wir gehen in die Stadt. Nein! Okay, wir gehen in die Stadt, aber nur, wenn ich dich auf den Arm nehme. Nein, darfst du nicht. Aber du bist ein kleiner Junge. Nein, Mama Dania darf das auch nicht und du erst recht nicht. Weißt du was? Wir könnten vielleicht, ich mach mit Mama Dania mal dieses Schlittschuhrennen. Vielleicht könnten wir das auch mal machen. Ja, wo bist du denn, Baby Khan? Ich bin vor der Tür. Ja, du weißt doch, ich bin noch nicht so schnell auf den Beinen. Dann beeil dich. So, ich flieg schon mal zu Speedy. Also ich finde Zoe, Zoe cooler als Shenlong. Nur nee, Shenlong ist cooler. Nein, Zoe. Oder Leute, sind beide gleich cool. Schreibt's mal in die Kommentare. Cool. Ach, man kann hier drüber fliegen, das wusste ich gar nicht. So, du musst jetzt zu Speedy und das Rennen machen, okay? Okay, aber dann pack erstmal deine Zoe weg. Okay, so, jetzt komm! Ja, dann mach doch, beginn doch schon mal. Nein, du kannst starten, wir starten gleichzeitig. Okay, 3, 2, 1, go! Los! Ich werde gewinnen! Oh Mann, bist du schlecht. Au! Baby Khan, die Leute sabotieren hier, die schubsen mich hier weg. Ja, die Pinguine, die helfen Speedy, habe ich gehört. Nee, die helfen nicht Speedy, die helfen dir. Nein, aber ich bin auch... Hey! Bleib stehen! Nö. Papa Claudio, ich muss das Leg hier gewinnen. Leg dich nicht mit Papa Claudio an. Ich muss das hier gewinnen. Leg dich nicht mit Papa Claudio an. Ich werde das gewinnen. Willst du nicht? Oh doch. Oh nee. Oh doch. Weißt du auch wieso? Weil Papa Claudio der coolste Papa auf der Welt ist. Oh nein, ich werde gewinnen. Ich bin gleich da. Nee, kannst du gar nicht. Du bist hinter mir noch. Ja, aber gleich nicht mehr. Oh nein. Oh, was ist denn da passiert? Baby Khan, das gibt Hausarrest. Ich habe gar nichts gemacht. Du bist einfach nur zu langsam. Boah, ich glaube, das ist neue Bestzeit. Nee, es ist nicht. Ha. Ich habe gewonnen. 1,12. War doch in Ordnung. Ja, ich habe 1,8. Siehst du? Ich war schneller als du. So, kannst du mir. Also, ich habe ja jetzt gewonnen, ne? Und normalerweise, wenn man gewinnt, kriegt man eigentlich immer ein Geschenk. Kannst du mir ein Geschenk kaufen? Oh nein. Wo bist du denn? Ja. Hier beim Weihnachtsmann. Oh nein, davor hat mich schon Mama Dania gewarnt. Baby Khan? Ja, nee. Also, was? Nein. Also, ich hätte hier gerne so ein großes Geschenk. Komm mit. Hallo? Ja. Ich will so ein großes Geschenk. Ich habe gewonnen. Ja, dann kauf dir so ein großes Geschenk. Du kriegst da Taschengeld. Okay, anscheinend möchtest du das nicht kaufen, dann komm mit, dann holen wir uns ein anderes Geschenk. Hier, schau mal, Baby Khan, der Weihnachtsmann, er will möchte mit dir tanzen. Tanz mal mit dem Weihnachtsmann. Das ist außerdem Schneemann. Oh, ich meine den Schneemann, tut mir leid. Nein, also, wenn es so ist, dann kannst du mir ja was aus dem Winterschloss kaufen, oder? Nein. Doch, komm mit. Ich habe gewonnen, also will ich jetzt auch was haben. Komm mit, mein Junge. Lass mich runter. Ja, aber du möchtest ein Geschenk von mir, dann darf ich dich auf den Arm nehmen. Nein, also du kannst mir vielleicht noch ein Pet kaufen. Welches hättest du denn gerne, Baby Khan? Ich schau mal. Ja, schau dich mal in Ruhe um, okay? Lass dir auch Zeit. Also ich würde ganz gerne, ich habe die Schneeeule, habe ich schon.
Also den Drachen habe ich ja auch schon. Ich hätte ganz gerne den Yeti, bitte. Den Yeti hättest du ganz gerne? Ja. Oh, das sieht aber schlecht aus. Ich habe leider nicht genug Geld. Ja gut, aber dann kannst du das ja kaufen und mir dann schenken. Los. Das ist der Yeti, oder? Nein, das ist ein Otter. Der ist auch süß, aber ich will einen Yeti. Tut mir leid, einen Yeti kriegst du nicht. Wieso denn nicht? Du, ich möchte ja nichts sagen, aber Mama Dani hat mich schon vor dir gewarnt. Vor was? Dass du ihm alles geschenkt haben möchtest. Hä? Nein, das stimmt nicht. Also, was versuchst du denn jetzt gerade hier mit mir? Nein, komm, okay. Wenn's kein Winterpet ist, dann komm mit. Ich habe eine andere Idee. Ich komm mit, Babykan. Was hast du denn vor? Warum kauft mir Papa Claudio nichts? Der ist voll fies. Ich will doch nur ein Geschenk. Nur eins. Gut, okay. Dann machen wir was anderes. Kommst du mit? Ich komm mit. Wir können gerne in die Pizzeria gehen. Nein, kommst du mit? Ja. Wo willst du denn hin? Also, ich möchte in die Nähe von, der Pizzeria. Na gut. Und zwar, also, wenn du mir kein Pet kaufen willst, dann kannst du mir ein Auto kaufen. Ja klar, Babykan, such dir doch das Auto aus. Also hier am besten das hier hinten. Welches? Das hier. Oh, sieht aber ziemlich cool aus, oder? In Rot möchte ich eins haben, bitte. In Rot möchtest du eins haben? Mhm. Okay, ich hab eins. Ja, danke. Gibst du mir das dann? Schenkst du mir das dann bitte? Nee, ich hab nicht so eins, aber ich hab ein viel cooleres. Was denn? Schau mal. Boah, kannst du mir das schenken? Kannst du hier reinkommen? Ich weiß nicht, geht das? Nö, dann kriegst du es auch nicht geschenkt. Wieso denn nicht? Du kriegst kein Auto von mir geschenkt, Babykan. Aber wieso nicht? Und schau mal, wie viele Autos ich habe. Ich habe noch den hier. Den kannst du mir doch schenken. Nö. Okay, weißt du was? Okay, dann habe ich eine Überraschung für dich. Kommst du mit? Ich komme mit, Babykan. Ja, ich habe eine Überraschung für dich. Der kann jetzt was erleben, sage ich euch. Der wird jetzt was erleben. Sein blaues Wunder. Kommst du mit? Ja, Babykan, ich bin hinter dir. Du weißt doch, ich bin nicht so schnell. Ja, aber du kannst auch fliegen. Ja, gut. Ich kann auch fahren. Komm, ich habe ja das coole Auto. Wo bist du? Hier. Komm, ich habe eine Überraschung für dich zu Hause. Ja, warte, ich park kurz ein. So, Babykan, was hast du denn vor? Also, geh du schon mal in deine Wohnung rein. Ich hol das jetzt gerade, okay? Nein, das ist meine. Gehst du einmal zu dir nach oben? Ich komme dann gleich. Babykan? Ja? Aber hier kann man ja nichts kaufen. Nein, du hast auch recht. Also, ich darf nicht immer verlangen, dass Leute mir was kaufen. Ich muss auch mal was schenken. Oh, Babykan ist anständig geworden. Okay. Du hast recht. Er hat nicht recht. Er wird jetzt sehen, was er davon hat. Er wird jetzt sofort... Er hat mich ja letztens eingesperrt. Und er denkt, er kommt hier einfach so wieder raus. So einfach wird das nicht, Leute. So. Und zwar habe ich Folgendes jetzt vor. Das kommt jetzt einmal hier hin. So. So. Und dann brauche ich noch was. So. Babykan? Ja? Was willst du mir jetzt zeigen? Also, wenn du willst, kannst du jetzt auch raus. Oh, Babykan, hier ist jemand in meinem Haus. Wie ist sie denn hier hingekommen? Weiß ich nicht. Leute, ich glaube, ich bin... Nein. Papa Claudio? Ja, bitte? Du bist ja bei dir, ne? Ich bin bei mir. Soll ich rauskommen? Nein. Bleib da, okay? Ich wechsle dann kurz den Sender, weil Nachrichten... Ja, ich bring deine Überraschung sofort, okay? Oh, super. Babykan ist aber heute sehr, sehr nett. Leute, das war das falsche Haus, ist mir gerade aufgefallen. Das jetzt noch kurz machen. Du kommst nicht raus, ne? Nee, Babykan, du hast eine Überraschung für mich, also warte ich auch. Ja, das ist nett. Das finde ich sehr, sehr nett von dir. Nee, das ist nett von dir. Ja, ich weiß, ich bin super nett heute. So, okay, die Überraschung ist fertig. Du kannst raus. Cool. Ich freue mich. Ich komme. Oh! Was ist denn da los? Babykan, das kannst du jetzt nicht machen, oder? Doch, das kann ich machen. Und wie ich das machen kann. Babykan. Du hast mich letztens auch eingesperrt. Und du bleibst jetzt hier auch eingesperrt. Du hast Babykan, warte. Du hast doch deine ganze Wohnung. Tschüss. Babykan. Du hast hier nichts zu essen da. Du kannst froh sein, dass ich was zu essen dabei habe. Hast du überhaupt eine Dusche hier? Habe ich eine Dusche in meinem Raum? Tja, du hast eine Badewanne. Aber ich hab nur den Fernseher. Ich habe nichts zu spielen. Ja, was und? Babykan, bitte, lass... Was willst du von mir? Wenn du mir ein Geschenk kaufst, dann lass ich dich... Also, wenn du mir jetzt ein Geschenk gibst, dann lass ich dich raus.
Mama Daniel gesagt, soll dir kein Geschenk geben. Tja, da kommst du auch nicht raus. Sorry. Das war's wohl. Babykan, was soll ich denn hier machen alleine? Wisst ihr was, Leute? Ich zeige ihm jetzt, dass ich das besser machen kann als er. Ich werde ihm jetzt ein Geschenk kaufen. Vielleicht nur ein kleines, aber trotzdem. Um ihm einfach zu zeigen, dass man das nicht macht. So, ich bin erstmal unterwegs. Babykan, ich habe nur eine Badewanne hier. Ja und? Das reicht doch. Ach Mann. Und du solltest vielleicht überlegen, was du falsch gemacht hast. Ich habe nichts falsch gemacht. So, jetzt gehe ich erstmal baden, weil was anderes bleibt mir ja nicht übrig. Dann gehe ich schlafen. Hast du denn ein Pad schon? Ein Winterpad? Außer Shenlong? Ja, ich habe eine Eule. Und was habe ich noch? Ich habe eine Eule, ja. Ein Yeti habe ich noch nicht. Ich habe einen Schneemann. Hast du einen Schneemann? Ich habe einen Schneemann, der ist ziemlich cool. Hast du einen Luchs? Ich weiß es nicht. Ich habe eine Ochse. Ich habe einen Büffel. Ich hab alles, außer einen Yeti. Hast du auch einen Lynx? Also einen Luchs? Glaube ich nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe einen Red Panda. Babykan, lässt du mich jetzt raus? Nein, noch nicht. Guck mal, komm mal vor die Tür. Ach, Babykan, lass mich einfach hier alleine schlafen. Guck mal vor die Tür! Babykan. Ja, Babykan, was soll ich da? Ich sehe ein Tier. Ja, ein Luchs. So, siehst du? Oh, ich kann mit dem Luchs spielen. Ja, weil das ist jetzt dein Haustier. Weißt du, guck, so macht man Geschenke. Und, kann ich jetzt raus? Du konntest schon die ganze Zeit raus. Du kannst einfach vom Balkon runter. Du bist im ersten Stock, guck mal. Och, nee. Guck mal hinter dir, die Tür. Och, nee, warum habe ich das denn nicht gesehen? Babykan? Was? Komm, dann treffen wir uns vor der Tür, komm. Okay, Babykan, du hast mich rausgelassen und du hast mir ein Haustier sogar geschenkt. Dafür kriegst du auch eine... Du kriegst auch eine Belohnung. Ja, bitte. Los jetzt. Ja, wir fahren gemeinsam irgendwo hin. Ja, nein, ich will dein Auto jetzt. Nee, du kriegst nicht mein Auto, sondern du kriegst was anderes. Gut, dann erwarte ich morgen eine Überraschung. Ja, morgen kriegst du eine Überraschung. Alles klar. Leute, seht ihr? Auch ich bin nett. Ich habe sogar ein Geschenk gemacht. Okay, ich habe vielleicht Papa Claudio eingesperrt, aber trotzdem. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Hey, das ist immer noch mein Haustier. Du hast es mir geschenkt. Ja, hast du recht. Tschüss!